Ein freundliches Hallo aus dem Garten. Heute werden wir mal Spieße machen. Auf dem selbstgebauten Spießehalter, Würstchenhalter für den Flexfire. Ich habe den auf Grillmodus gestellt. Das heißt, das Feuerrost ist hier oben in der Position. Das Hitzeschutzblech hier unten, da werde ich dann nachher auch nochmal die Luftregelung benutzen. Angefeuert wird das mit den Resten vom Schnitzen, die ganzen Schnipsel, bisschen Birkenrinde. Natürlich angefeuert mit Birkenrinde und Kienspan, ganz oldschool, wie sich das gehört. Und darunter, Moment, so, habe ich jetzt noch 6 Grillbriketts gelegt, nachher zum Grillen. So, das ist jetzt Premiere. Gucken, ob der Spießhalter so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und dann gibt es heute schöne, leckere Spieße. So, anzünden werden wir das mit Birkenrinde und Kienspan. Tipp, wie man Kienspan ganz feine Löckchen kriegt, nehmt dann eine ganz billige Muskatreibe. Und dann kriegt man sowas. So, und jetzt natürlich mit dem guten Victorinox. Marco, Grüße an dich in Spessart. Das kennst du ja noch. Jetzt machen wir einfach ein kleines Feuerchen und gucken, dass die Grillbriketts dann schön durchglühen. Wenn es soweit ist, hole ich euch wieder dazu. So, nach knapp 5 bis 6 Minuten sieht die Kohle dann so aus. Und jetzt können wir anfangen mit Grillen. So, jetzt werden wir mal die Spießchen schön auf den Grill legen. Gucken, ob es funktioniert. Ja, passt. So, und das kann man dann nachher auch noch wunderbar drehen. Gut. Das war es, was ich euch zeigen wollte. Mund habe ich euch wahrscheinlich wässrig gemacht. Macht's nach. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit, jetzt wo das Wetter wieder besser wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.